kommt zu einem weiteren Video. Hallo. Wir sind auf dem Weg. Rollerfahrer, peace. Wir sind auf dem Weg zum Abo-Treffen. Wir haben ja jetzt Abo-Treffen angekündigt in Bielefeld. Wir sind gerade auf dem Weg. Ich fahre hier voraus. Ich habe einen grünen Yamaha-Pulli an. Weil der rote noch nass ist. Habe ich ja auf Instagram gepostet, sonst hätte ich den angezogen, weil der passt besser zu meinem Motorrad. Der grüne passt überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Yamaha-Pulli, der muss angezogen werden. Ist so. Und hinter mir ist Luisa mit ihrem schwarzen Yamaha-Pulli. Da hinten drauf ist ein Kollege, dessen Motorrad leider im Moment nicht fahrbereit ist. Aber Luisa nimmt ihn mit hinten drauf. Ehrenfrau und so. Ist ein guter Kollege, hat auch einen Yamaha-Pulli. Einer von den Legendären, die den zuerst mitbestellt haben mit mir. Weil ich ihn gut kenne, deswegen habe ich ihn da einen mitbestellt. Er hatte ihn in Grau, aber er hatte nicht über seine Textiljacke drüber bekommen. Deswegen hat er den Pulli drunter gezogen. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Abo-Treffen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Ich habe auf jeden Fall Stoffbänder dabei. Ich habe mich selbst dabei. Ich habe gute Laune dabei. Alles dabei, ne? Ja. Bum, bum. Er macht direkt Platz, wie geil. Als ob ich den jetzt überhole, Mann. Ich habe Luisa hinten, kann ich nicht so rasen. Ja, das Wetter sieht sogar ganz gut aus. Dafür, dass Regen angesagt war für den heutigen Tag. Und jetzt ist kein Regen mehr angesagt, Mann. Wir haben so Glück mit dem Wetter. Wir haben so Glück, dass es jetzt gerade nicht regnet. Da erhoffe ich mir auf jeden Fall, dass mehr Leute kommen, als wenn es jetzt geregnet hätte. Weil mit Regen kommen nicht so viele. Ich finde es irgendwie schade, dass ich den grünen Pulli an habe. Der grüne Pulli ist so, sag ich mal, wenn jemand so chillig rumläuft, ist das geil. Aber grün zu rot passt eher weniger. Aber ich finde ihn trotzdem schön. Also ich ziehe den grünen schon fast lieber an, wenn ich einfach nur so chillig rumlaufe oder so. Einfach so nicht Motorrad fahren. Ziehe ich den grünen lieber an. Hallo. Ja. Die haben so rüber geguckt, ne? Oh Mann. Was ist? Die kennen dich? Was? Ja, wahrscheinlich. Irgendwelche Gärtner. Grüße gehen raus an die Gärtner an dieser Stelle. Wer ist er? Was? Gleich. Oh. Kommt die Power. Leute, da ist das Schild Ikea. Wir sind jetzt gleich beim Abo-Treffen da. Alter, ich hab Angst. Ich hab richtig Bauchkribbeln, so richtig. Leute, nicht nur so ein bisschen, so richtig. Ich bin aufgeregt. Aber wir müssen da gleich erstmal noch wenden. Weil wir sind auf der, keine Ahnung, zweispurigen mit so genauso wie hier. Also wir können da nicht links abbiegen, da wo wir hinwollen. Da müssen wir erstmal weiterfahren und erstmal eine Linksabbiegerampel finden. GG! Ich dachte, ich wäre neutralen drin. Ich bin aufgeregt. Ich habe Bauchkribbeln. Nicht weit. Da vorne ist Ikea. Wir müssen da dann danach dann irgendwo wenden. Wie spät ist es? Wie? Ach so, die geht falsch, die Uhr. Ich habe gerade verstanden, halb. Dann wären wir eine halbe Stunde zu früh. Ich glaube, wir müssten einigermaßen pünktlich sein. Sogar 10 Minuten vorher hatte ich jetzt ungefähr geschätzt, so sind wir da. Boah, ich bin so aufgeregt, ey. Ich bin so aufgeregt. Vor allem so andere Abo-Treffen waren ja auch schon aufregend, aber in meiner Heimatstadt. In meiner Heimatstadt ist das dann nochmal ein bisschen krasser. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus Bielefeld jetzt hier mich überhaupt schauen. Das ist echt aufregend. Vorhin das Abo-Treffen war ziemlich spät angekündigt. Das war ja erst Montag angekündigt. Und heute ist Mittwoch und das Abo-Treffen findet statt. Da oben ist der Helikopter. Der sucht schon nach uns. Also, hier müssen wir. Da ist schon einer, der will hier abbiegen, oder will er fahren? Oh mein Gott, Alter. Scheiße.
die Wand an. Gehört ihr da auch zu uns? Alter, das fuckt mich gerade voll ab irgendwie. So, keine Motorradfahrer und Autos, Sportanlage. Keine Ahnung, was die meinen. Ich fahre einfach hier hin. Oh nein, was ist das denn für ein Belag? Ja, mein! Was geht denn da ab? So, wo stelle ich mich hin? Ich stelle mich ganz dreist hier hin. Alter! Ist ja doch ganz schön was los für das schlechte Wetter hier. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Moin. 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 Hi. Moin denn. Ja, moin. Moin. Grüß dich. Moin. Hi. Ich komme mal hier rum. Moin. Moin. Alles klar? Jo, bei dir? Hi. 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 Sind die Reifen so rot standardmäßig? Nein. Okay, sieht cool aus. Moin. Ich komme mal hier rum. Hi. Oh, moin. Ist das die 125er? Nee, ne? Ja. Doch. Steht da nicht normal irgendwas mit 125 drauf? Nee. Okay. So. Bei wem habe ich angefangen? Bei dir habe ich angefangen, oder? Bei dir habe ich angefangen, ne? Moin. Moin. Ja. Moinsen. Moin, schöner Roller. Ja, der Rollerboy! Moin. Moin. Moin, mit Fahrrad am Start. Aber Schutzkleidung ist da. Moin. Hi. Hallo. Boah. Ach, da sind auch noch welche. Verstecken sich da in der letzten Ecke. Hi. Hallo. Hi. So. Boah, wie spät haben wir? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.
Willy ist da! Er legt sich fast auf die Fresse! Ey, du hast dich fast auf die Fresse gelegt! Alter! Ich hab gerade die Kamera angemacht! So Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Haut rein. Tschüssi!